Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest. Ich würde jetzt tatsächlich mal sehr gerne mit euch beiden losziehen. Ich habe ins Mikrofon gebissen. Mit euch beiden losziehen. Losziehen. Weggehen. Jetzt. Gewinnspiel. Ich gehe einfach. Halt mal da von mir. Nee, ich gehe jetzt. Ich habe nicht mal was gegessen. What the fuck? Ich auch nicht. Ich muss ja, dann mach das doch mal. Ich würde mich gerne mal, zum Beispiel in eine der Höhlen, die hier ist. Nee, das ist quasi, ja, es gibt ja auch Zucht, Fischzuchtvereine und dann Fischlein deck dich. Was? Fischlein versteck dich. Mach dich weg mit deinem Topf. Mein Topf ist übrigens leer. Jetzt nicht mehr. Jetzt hängt irgendwie eine Echse da drin über. Ach, die wird gerade. Macht die gerade ihr Seepferdchen oder was soll das sein? Ja. Oh mein. Naja. Ah, ich hab Schnupfen. Immer noch. Jetzt renne ich hier mit meinem Töpfchen durch die Gegend. Das kenne ich. Den Topf schlagen. Wir haben Kindergarten Mama Topf schlagen gespielt, nachdem wir unser Töpfchen gefüllt haben. Hey. Es hört einfach nicht auf. Oh mein. Hey, du hast hier vorher ja schlacht die mit deinem Topf. Was? Was denn? Ach ja. Vogelhäuschen. Auf meinem Kindergeburtstag beim Topf schlagen wollten wir irgendwie alle auf den Kopf schlagen. Also, so ähnlich dachte ich mir das. Oh, jetzt hier. Ach, der hat meinen Vogeljob übernommen. Erst ja, brennst du, jetzt vögelst du auch noch. Was ist falsch mit dir? Du machst dich jetzt nach, oder was? Naja. Oder hast du meinen Job überall Federn hinzuhängen? Naja. Quasi federführend. Jonas, will ich dir mal deinen Topf wegnehmen? Ich möchte nicht mehr. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich würde entweder jetzt. Ich nehme ihn aber langsam weg, sonst spritzt das und du hast Klacker in der Backe. Gut, ich gehe jetzt alleine in die Höhle. Halt, warte, ich komm mit. Tschüss. Ich bin rausgetappt. Was ist denn die Höhle? Was ist wieder los? Was ist mit meiner Maus los? Na hier. Weißt die Höhle unten, nicht die Höhle oben, ne? Ach, die Höhle unten. Wo ist denn die Höhle unten? Hier ist die Höhle unten. Ah, ich sehe einen E-Wolf. Beziehungsweise, also eigentlich wollte ich ja losziehen und Rehe suchen, aber wir kommen ja nicht dazu. Ja, aber bevor wir in die Höhle müssen. Nee, müssen nicht, können. Können. Ach, wo bleibt jetzt Marcel schon wieder? Ja, genau, ich bin mit seinem Topf beschäftigt. Oh, ich stehe in Flammen. Ich habe nichts gegessen, noch nicht. Ich muss erst essen. Alter, immer noch nicht. Wie lange braucht der Junge? Eben hat wieder dieser scheiß Topf gebackt. Und dann habe ich gebracht. Wir gehen, du wir gehen den Topf kochen und nicht in den Topf packen. Den Topf kochen. Das ist wie Martin heute. Den Topf kochen. Nein, den Topf. Er hat gesagt, ich fahre mit Montag am Lars dahin. Mhm. Ich wollte sehen, der ist. Guck mal, hier gibt's Stöcke. Montag. Oh, Stöcke. Die Echse rennt in das Feuer und verbrennt. Jetzt spielen wir Stickfight. Sehr gut. Wer ist dieser Stockkampf? Wäre ja schön, wenn jetzt hier auch mal irgendwo endlich Rehe auftauchen würden. Oh ja. Och, das macht keinen Spaß mehr mit den blöden Töpfen. Hast du schon wieder so viele Töpfe erstellt? Ja. Alter, du kochst einfach nicht mehr. Geh doch mal einfach, wenn du essen möchtest. Dann geh doch zu Netto, genau. Ans Trockengestell und isst da was weg. Und wenn du was trinken möchtest, gehst du an die. An die Bar. An die Schildkrötenpanzer. Weil, wenn da jetzt nochmal 500 Töpfe liegen, wird's langsam echt nicht mehr lustig. Kann doch nicht mal was dafür. Das klappert immer, wenn einer später schlafen geht, der andere noch da liegt. Dann stoppelt immer die Töpfe, ist ja auch dunkel. Plötzlich diese zwei Töpfe am Bein. Marcel, die Töpfe in meinem Keller heben wir auf und nehmen wir zur Gamescom. Und wenn wir draußen auf der Wiese zelten und abends irgendeiner besoffen Richtung Zelt steuert, ich weiß genau, was dann passiert. Glock, glock, glock. Warte mal, zelten? Naja, mal gucken, wie viel wir werden. Jetzt rechne ich mit 10 Personen, die können nicht alle in der Gute schlafen. 10 Personen, die möchten alles mitnehmen. Das sind schon von zwei möchten, da. Von möchten und von den Leuten, die mitkommen,
Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Mitnehmen tue ich die gar nicht, Pascal. Du, wir nehmen dich nur als Mitleid mit. Ich kann es auch lassen, ne? Also. Nee, kannst du nicht. Weil irgendjemand muss sich um die Körperspannung kümmern. Da bin ich der ganz falsche Kandidat dazu. Wir fahren durch eine Kurve und Pascal klatscht volle Kanne in der Kurve mit seinem Kopf gegen die Scheibe des Autos. Ich hab doch keine Federn mehr. Okay. Ich hab gar keine Körperspannung. Oh, hier ist Tonklotz. Es muss doch hier irgendwo Rehe geben. Jetzt mal. Toll, noch ein Hase. Dann war ich Rehe ausgeschaltet oder was ist hier los? Das kann sein. Ich hab die hier noch... Rehe wurden als Hase wiedergeboren. Ich habe hier noch nicht ein Reh ausgeschaltet. Hängt das mit dem indischen Kastensystem zu tun? Ist das, wenn du zu viele Rehsachen gemacht hast, wirst du als Hase wiedergeboren? Ich glaube, ich möchte Pascal gleich muten. Ja. Hallo? Ach, so unqualifizierte. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin, besser gesagt. Bist du? Wenn ich ja, wie viele? Sehr... Oh, ich weiß, wo du bist. Ja, ich habe einen richtig. Ich habe unseren Bauplatz von Staffel 1 wiederentdeckt. Ich habe geduscht. Was? Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe hier kein einziges Reh gesehen. Vielleicht gibt's gar keine Rehe. Das ja, ist alles das, nur erfunden vom Weihnachtsmann. Das wäre sehr ungünstig, weil... Das waren Rehtiere, Jonas. Ja, den haben sie das Gehirn abgebrochen. Weil eigentlich, wir brauchen aber... Wer hat dir den Gehirn abgebrochen? Das ist gar nicht so richtig. War immer weg. Nachdem ich erst meine Barthaare weggesaugt habe und dann an der Nase hängen geblieben bin. So nah klang das. Hat sich das gut angefühlt? Nur kurz. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Pascal. Gut. Säuren und Basen. Hier hatten wir unsere erste Base gebaut. Das stimmt. Ja. Was stimmt denn da? Selten waren wir danach sauer. Bitte, was ist das denn? Ah, geil. Nee, da kam gerade eine trockene Welle. Da kommt nochmal so eine trockene Welle. Da ist einfach Luft statt Wasser. Das wusste ich. Eine trockene Welle oder eine trockene Quelle? Welle. Aber hier war doch irgendwo hier... Ja, gab's doch auch Rehe, oder nicht? Ja. Nee. Ja. Doch. Nee. Warte mal, ich bin doch nicht blöd hier. Wer ist? Es kann doch nicht sein, dass es hier nirgendwo Rehe gibt. Stimmt. Da hat der Fisch. I hate Heiner. Wenn es wenigstens eine Uhr gäbe. Ja. Damit man quasi weiß, wann es Zeit ist, umzudrehen, verstehst du? Ja. Wann Zeit ist zu gehen. Ne, warte mal. Mögen die Brücken, die wir hinter uns niederbrennen, uns den Weg leuchten. Zündest du gerne Brücken an, Jonas? Gelegentlich. Also ich habe hier ein ganz... Ich hab das Bärenfeld quasi wieder entdeckt. Das Bärenfeld? Ja, nicht verwechseln mit dem Bärenfell. Das ist das, was die Bären... Oh. Die sind giftig, Jonas. Gut, dass du sagst, du hast das Bärenfeld entdeckt und ich total lecker. Oh, geil, Bären. Lecker, oh, Bären. Wie das kleine Kind mit der Herzplatte. Du musst... heiß, aua. Oh, heiß, aua. Du musst quasi zwei Hasenfelle zu einem Beutelchen machen und dann kannst du sie mitnehmen. Und dann kann ich sie mir zu Hause... Du kannst sie kochen. Du kannst sie kochen und gekocht sind sie nicht mehr giftig. Und du kannst sie vor allen Dingen auf Waffen schmieren, um Waffen... Wie ging denn das? Nebiere? Du kannst damit quasi dir die Lanze einreiben. Ja, du kannst da vergiftete Waffen draus machen. Oh, wenn ich dich damit dann haue... Dann stirbst du quasi viel, viel schneller. Das ist toll. Ist das nicht toll?
essen, das ist toxisch. Oh, ein Fisch. Engelblume. Hallo! Engelblume. Engelblume. Ich hab mit dem Walkie-Talkie gesprochen. Hallo! Nee. Ja, ihr Mädchen. Hallo. Tatsächlich nicht. Ich hab Marcel gerade gehört. Ja, aber das war, glaube ich, nur Discord. Welchen Channel? Ich muss das noch einstellen. Schön doppelt. Ach, ich weiß warum. Ich hab auch das ausgestellt im Spiel. Wie die Musik. Ah, ich dachte, du hast. Ich hasse. Oh, ach genau. Marcel weiß noch damals, wo wir uns mit unserem Masterplan-Telefon behalten haben und du hast einfach die falsche Frequenz eingestellt. Ja, ich war auf 14 cm. Ja, und ich habe 30,5 eingestellt, deswegen habe ich nicht gehört. Siehste. Wir sind heute so viel schlauer. Ja. Apropos schlau, Jonas. Ja. Es wäre schlau, wenn wir langsam mal zurückgehen würden. Dann schwimme ich jetzt so Richtung Wasser. Ich habe eine Landschildkröte entdeckt. Krass. Alter! Die hat einen Kopfschuss überlebt. Und nochmal. Das ist bestimmt eine schutzsichere Kugelschildkröte. Weste. Was? Was? Eine Schildwestenkrötenpanzerweste. Wieso Weste eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Jonas, wieso eigentlich Weste? Ich bin letztens durch einen Baum gerannt, durch einen Wald gerannt und an irgendeinem Ast hängen geblieben und da ist meine Weste zerrissen. Und dann muss ich quasi West in Peace. Ja, finde, dass Walkie-Talkies sollten mehr Dinge benennen dürfen. Was? Die Zeuge hier. Baby, maybe. So was. Achso, oder. Ach so, okay. Oder Hasi. Blasi-Hasi oder so. Mhm. Weil die Namensgebung ist sehr schön. Walkie, ja, passt ja aber auch. Naja, halt beim Laufen sprechen. Ja, oder dann gibt's das beim, auch. Beim Flugzeugi. Ja. Flugzeugi. Dann haben sie irgendwann noch ein Richtmikrofon, womit man Frauen hinterherstellen kann. Das ist dann das Walkie-Stalky. Ja, Pascal hat eins. Nicht nur eins. Ich hab alle. Er hat sie alle. Ist denn eigentlich noch eine Aufnahme? Ja, natürlich. Das wäre schade, wenn nicht. Ja. Ich hab moderne Pfeile gefunden. Und Flair. Moderne Pfeile. Ist es eine gehauene Pfeile oder eine gefräste? Halt doch mal die Fräse. Das war was anderes. Wieso sagst du gar nichts? Das sagt der Typ, der immer die ganze Zeit hier schüttelt immer so lange die Stöße, bis das Klackern aufhört, gell? Und nach einer Stunde kommt der Meister wieder und Marcel schüttelt immer noch. Wie lange soll ich noch schütteln? Es klackert immer noch. Was du willst. Ich habe es eiskalt durchgezogen. War so stolz auf mich. Sag mal. Erzähl mehr von zu Hause. Bleib doch mal stehen. Ich will dir doch nur die Pfeile abnehmen. Ja, stimmt. Das Werkzeug habe ich mit nach Hause genommen. Scheiße. Nach dem Motto, aus dem Betrieb ist viel mehr rauszuholen. Fällt aus. Pfeile bleibt hier. Ich hab das erste Reh. Ich fass es nicht. Das letzte Einhorn, das erste Bambi. Oh, ich nenne die Folge wirklich das letzte Bambi. Ich weiß es nicht. Der Bimbus 3000. Also hier, wo ich gerade bin, ist ein Reh. Ich muss hier jetzt mal, glaube ich, ich baue hier mal eine Markierung. Wo kann ich eine Markierung bauen? Nennen Sie Emilias Rehs. Signalflagge. Also. Wer glutenfrei ist, der erlegt das erste Reh. Mach das Ganze mal rotbraun, ja, damit wir uns erinnern, dass weil Rehe rotbraun sind oder so. Hier war noch ein zweites Reh. Ich glaube, ich sterbe gleich, weil es dunkel wird.
Wenn ich so auf die Uhr gucke, habe ich noch 6 Minuten Zeit zurückzukommen. Krieg ich hin. Und in 3 Minuten wird es wahrscheinlich dunkel. War doch noch ein Reh irgendwo. Also. Ach hier, der Moschi. Ach, der Moschi. Der Moschi, der... Ah, der Moschi, das ist so ein... Wenn man es ihm sagt. Wenn man es ihm sagt? Marcel, jetzt mach das Licht doch mal ganz aus. Und jetzt machst du es wieder an. Ach, wenn man es ihm sagt? Mach das. Dann geht das schon. Oh, Krokodile gibt es hier, glaube ich, auch, ne? Hat er mir umgeschnallt, so ein Headset. Das, hat er, das hieß dann Moschi Mikroport. Was? Da hätte man so ein Sprechbügel mit Mikrofon dran. Da war so eine Knolle dran. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe so eine verschrumpelte rote Betekugel im Gesicht. Was? Oh! Oh, hier liegt Holz. Wir haben endlich Holz vor der Hütte. Oh! Nee, gar nicht so weit weg, wo ich war. Ich dachte, ich wäre weiter weg. Nee, wir sind einfach nur im Kreis gelaufen. Na gut. Oh. Toll. Alle Stöcke reingelegt, um sie gleich wieder aufzunehmen, ey. Wir können ja heute auch mal Stockbrot braten oder so. Oder Arschmellos. Marcel? Anwesend? Warum liegen hier schon wieder 500 Töpfe? Das ist nicht meine Schuld. Nein, gar nicht. Legst du mir 2 Töpfe zur Seite, dann brauche ich nur 20 Steine und 3 Keramikklumpen und Plastik und dann können wir einen Kaffee-Vollautomat bauen. Freunde, kriege ich diese Scheißtöpfe jetzt hier nicht schon wieder weg? Jedes Mal wieder schleppe ich diese Scheißtöpfe irgendwo anders hin. Jetzt liegen die hier wieder im Weg. Wir könnten die Töpfe... Nee. Vielleicht doch. Wir nehmen den Topf und gehen damit in die Tropfsteinhöhle und dann legen die da vielleicht ein bisschen. Was ist der Mehrwert davon? Der Mehrwert. Denk doch nicht, was der Topf für dich tun kann, sondern was du für den Topf tun kannst. Der Topf freut sich, dass er dann in einer anderen Umgebung ist und nicht die ganze Zeit neben dem Feuer wegbacken muss. Beispiel. Herr Gabler. Ich bin mit Gabelstopper gefahren. So, das endet böse, das weiß ich aus Farming Simulator. Wenn ich Gabelstopper fahre, nee, in echt kann ich das. Ja, in echt kann er das. Ja. Hm. Ich habe 2 Pappkartons, die ungefähr so groß waren wie 2 kleine Pappkartons. Ich bin Gabelstopper durch die Gegend gefahren. Pappkartons? Weil ich hatte den Stapler eh einmal, weil ich gerade so Zeug durch die Gegend gebracht habe und dann dachte ich, ach komm, dann bringst du die Pappkartons alle weg. Da arbeitet der Chef noch selbst. No, Pappalapapp, quasi. Pappalapup. Habe ich noch was zu Thirsty zu trinken? Und denn jetzt das Fleisch auf einmal her? Könntest du es nochmal imitieren? Ich höre es ja so gern. Iku, 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 Iku. Wildschweine brauche ich auch noch. Ach du Scheiße. Wildschweine und Rehe. Okay, aber so weit weggehen war jetzt besser nicht, weil es wird ja gerade dunkel, nicht? Liegt der Topf schon wieder da? Dieses Spiel will mich verarschen, oder? Wer von euch ohne Strümpfe ist, tötet das erste Schwein. Diese Töpfe habe ich jetzt schon zum 500. Mal wegbewegt und da irgendwo hin an den Rand, wo man nicht drüber läuft. Okay. Und sie ploppen immer wieder hier auf.
Der plappernde Kaplan klingt Der plappernde Kaplan klingt peppige, poppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Oh ja. Sobald der Herr Marcel auch bei uns ist, werden wir dies auch tun. Aber nicht, dass er falsch steckt, wenn wir jetzt hier zusammen schlafen, der Schnupfen hat. Mit der Holzkarre. Ich werde, denke ich, ungefähr 3 Minuten brauchen. Was? Aber fahr nicht so weit raus. Vor allem, Alter, was war das gerade für ein Flug, bitte? Holz hat übelst gebackt. Ja, ohne Scheiß, ne? Wir hatten noch nie so viele Bugs und so viele Probleme wie mit Marcel. Nicht einer, also alle zusammen hatten nicht mal ansatzweise so viele Bugs, wie er jetzt in den letzten 1,5-2 Stunden fabriziert hat. Das stimmt. Marcel ist auch der Mann, der über eine Viertelstunde wartet, bis GTA lädt. Oder es zumindest sagt. Ich glaube immer noch, dass es 5 Minuten waren, aber... Nein, das war eine Viertelstunde, ich habe auf die Uhr geguckt. Vor allen Dingen richtig geil. Wir haben hier Steine. Die ploppen instant wieder auf. Ich schlaf hier hinten. Ich schlaf hier. Wie war das? Wie sagte der irakische Bäckermeister zum Lehrling? Bagdad. Und mit dieser hervorragenden Nachricht sage ich Reinkau und Wiederschauen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr tatsächlich überlebt haben solltet nach diesen ganzen schlechten Wortspielen und Bugs. Ich dachte, er tut's schon wieder. Bugs Bunny? Dann lasst es uns wissen. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Like da. Ganz wichtig, folgen und Glocke. Sonst gibt's einen auf die Socke. Irgendwie ja, so. Genau, der von euch ohne Socke ist, werfe das erste Schwein. Ja, so. Lass doch mal die Tür offen. Oder noch. Garten, den hat das Tor aufgelassen. Mann. Jedenfalls sagen Marcel, Jonas und ich, euer E-Wolf, tschö bis ö. Und Pascal war auch dabei. Und Pascal, stimmt, den habe ich vergessen. Verdrängt. Der ist schon ganz traurig vom Stuhl gefallen. Ja, wahrscheinlich. Ich bin vom Stuhl gefallen. Auf Wiedersehen. Ja, Körperspannung. Tschüss.